Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und seid grüßlich geherzt hier im 32. Teil meines Eurotruck Simulator 2 Let's Plays. Momentan ist ja so, ich bin ja immer noch in Manchester und ich möchte weiter Richtung, Mann, habe ich Schluck auf, was denn los hier? ich möchte weiter rauf Richtung Norden, deswegen fahre ich jetzt nach Carlisle. So, da stellen wir jetzt hin, ein, so und ach, in einem Kilometer ist Ladebereich, also Spedition wahrscheinlich nebenan. Da muss ich jetzt hin. Ja, jetzt ist ja schön dunkel, jetzt ist nicht viel los. Ja, Leute, ich muss viel fahren, ich weiß. Aber ich wollte zuerst so ein bisschen England sehen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache jetzt das Ding jetzt hier fertig und ja, dann bin ich mit England durch. Dann keine Ahnung, wohin ich fahre. Je nachdem, was für ein guter Auftrag kommt. Ich meine, ich habe ja Schlafplatz hinten im Auto. Frachtmarkt, genau. Carlisle, genau. Da muss ich jetzt hin. Es sind 204 Kilometer, das passt super. Ah ja, da hinten halt. Ich könnte eigentlich das überspringen, oder nicht? Ich würde gerne das so ein bisschen beschleunigen, weil ich glaube, da gibt es ja eh keine extra Punkte. Da, genau, so jetzt lasse ich mich hier voll spachteln hier mit Müll und Klump. Folge der Route zum Zielort, ja, mache ich doch. Ich habe auch nichts anderes gesagt, als ich machen werde. So, also 1000. Und ich fahre weiter. Ja, wie man sieht, läuft. Zwar, ja, unterhalten muss ich. Aber nee, es passt eigentlich. Ich bin ja noch nicht so müde, sagt mein Navigationssystem, weil der weiß es besser als ich. Und ja, in 2 Stunden 48, also Eurotruck Simulator Zeit, bin ich dann dort. Ist gut, ne? Ja, dann wollen wir mal los hier. Und da muss ich hin, ne? Ja. Das sieht gut aus. Boah, ich darf mir so was von gar keinen Unfall erlauben und Strafzetteln auch nicht. Das ist ja das Schlimme. Ja, Leute, momentan bin ich so schlecht finanziell beieinander, das glaubt ihr mir nicht. Furchtbar. Oh. Ich muss die Spacken hier ein bisschen überholen. Ja. So, nach Liverpool, Carlisle. Genau, da muss ich hin, da habe ich ja gesagt, ne? Genau. Gehen rauf hier. Ne? Und gut ist. Ich weiß nicht warum, aber mein Brummi hat irgendwie zu wenig Gas. Keine Ahnung, was da los ist. Oder bin ich zu schwer beladen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie kommt er nicht vom Fleck. Carlisle. Genau, da muss ich hin.
Super. Ich müsste mein Auto reparieren lassen, aber momentan geht das nicht. Ich habe kein Geld, Mensch. Boah, ich glaube, ich brauche schon wieder so eine ewig lange Fahrt, damit ich doch wieder ja, Geld habe. Und mit dem Geld dann kann ich mir einen neuen Brummi kaufen und einen neuen Fahrer wieder einstellen. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier läuft eigentlich mit meinen neuen Fahrern. Weil irgendwie, ich meine, die sind noch nicht so... keine Ahnung, also... Moment, ich gucke mal schnell rein hier, was meine Fahrer überhaupt machen. So, Fahrermannacker, da gehen wir hin. So. Jetzt, also Robert spackt momentan so ein bisschen ab, ne? Also der macht jetzt nur so 3-1 am Tag. Simone hat sich gut gemausert. Respekt. Ich habe gewusst, an das Mädel muss ich glauben. Ich habe so viel Schwackes von ihr durchgehen lassen, aber meine Geduld trägt nun Früchte. Super. Ja, Joshua, der macht jedem was vor hier. 5,77 € pro Kilometer. Hallo, super. Ja, Lilly. Ja, dauert auch wieder ein bisschen, aber ich glaube fest an Lilly. Das kriegen wir hin. Die hat momentan irgendwie nur 63 € am Tag eingefahren. Das ist nix. So, weiter geht's. Ja. Ja, noch gute 150 Kilometer sind das. Ah, was denn hier los? Unfall. Oder Kontrolle, irgendwas in der Richtung, ne? Ah, Kontrolle. Nein, nicht schon wieder. Komm, Brummelein, das schaffst du. Gut. Ja, ab und zu kommt ein bisschen Elektronikprobleme, aber wir machen das. Das kriegen wir hin. Oh. Ich schaue mir das nicht mehr länger an hier. Wie der mich hier nervt. So. Zugedat, du Lachsnacken. Haha. Nein, nicht schon wieder. So, Brummelein läuft wieder. Ja, jetzt hat sich wiederholt. Hat schon angefangen vor 4000 Kilometer mir zu sagen, bitte Werkstatt aufsuchen, aber ich mochte das nicht. Kostet nur Geld. Bin ja nicht doof. Hallo? Oh Mann.
Hey, nur noch 90 Kilometer, ist ja super. Ach, na Pralisle, Moment. Muss ich rüber? Oder? Ja, genau, passt. Super. Jo, passt. Wunderbar. Ah. Jetzt muss ich doch tatsächlich schon wieder ein bisschen bremsen, ja? Sonst gibt es wieder Strafzettel, glaube ich. Oder halt Strafe zum Zahlen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja! Das ist ja ein Schild gewesen, Mensch. Ach ja, Baustelle, deswegen die Rüstung wahrscheinlich. Nein, nicht schon wieder. So, 40 Kilometer. Das heißt wieder, bald sind wir da. In Carlisle. Na toll, da kann man ja auf zwei Seiten rausfahren. Da gibt es zwei Stück davon, Carlisle und Carlisle? Keine Ahnung. Ah, ich glaube, ich muss jetzt schon mal raus hier. Nach Carlisle. Wow. Oh nein! Du Vollhonk! Warum musst du so bremsen, Mensch? Oh Mann, was macht meine Fracht denn überhaupt? Naja, zum Glück, die Fracht hat nichts abbekommen. Wenigstens bitte. Oh. Nervig, echt, ich sag's euch, Leute. Ja, wie es aussieht, läuft, ne? So, Carlisle. Da muss ich raus hier.
Nein, oh Mann! Weiß nicht, warum die Lenkung nicht richtig funktioniert, keine Ahnung. Oh, hoffentlich hat die Fracht nichts abbekommen. Nein, super, wenigstens bitte. Oh, jetzt war. Okay, weiter geht's. So, nur noch 2 Kilometer. Moment, das kürze ich so ein bisschen ab hier. Oh, weil ich warte doch nicht. Bin ja nicht doof, ne? Ah! Oh nein! Ja Leute, so wie es aussieht, das mit meiner Idee war eine Schnapsidee. Die war sau doof, ne? Moment, aber ich krieg das irgendwie vielleicht hin. Oh ne, was mach ich denn da? Ach Mann! Nein! Oh, Leute! Ja, das wollte so nicht funktionieren, wie ich das haben wollte. Tut mir leid, Leute. Ah. Oh, endlich konnte ich mich da weglösen hiervon, Mensch. Oh, lass mich da raus, Mensch. Habe ich jetzt an diesen komischen, weiß nicht, wie das heißt, Retarder oder so, ne? Habe ich den drinne? Oh. Naja. Abrechnung habe ich jetzt verpasst. Ich habe doch Geld bekommen jetzt gerade. Ich weiß aber nicht, wer jetzt gut Umsatz gemacht hat. Na wunderbar. So, ja natürlich. Das fahre ich selber. Ich brauche ja Punkte, Mensch. So. Ah ja, jetzt Einkommen. Lilly, hey, du hast dich ein bisschen gesteigert. Super, mach weiter so, Mädele. Ich hab gewusst, man muss geduldig sein. Das nächste Mal wird's mehr, wisst ihr. Hast du gut gemacht, Mädele? Ja, ich glaube, in Lilly ja, steckt ein großes Talent. Da sehe ich Potenzial. Das wird noch was mit ihr. Jetzt sage ich euch. Moment, jetzt habe ich mich so ein bisschen verschwungelt. Ja, jetzt wird etwas. Ja. Jawohl. Gut, lass mal. Passt. Wenn die zufrieden sind, ich bin das auf jeden Fall, ne? So, dann ladet mal den ganzen Krempel hier raus, Mensch. So, Bohrsäure hatte ich dabei. Ja, Wahnsinn. Okay. Coole Sache. Ja, Leute, wir sind durch, ne?
Wir sind jetzt vorerst fertig. Was sagt das Geld? 18.000 und ein paar Cent. Super. Also fast 19.000 haben wir schon beisammen. Ist nicht die Welt, aber Sprit ist schon mal bezahlt für alle Fahrer. Das ist wichtig, weil die müssen das Zeug auch weiterbringen. So, dann gucken wir mal Auftragsangebot. Was machen wir als nächstes? Was gibt es? Wir sind jetzt momentan in Carlisle. Nach Rumänien. Okay, wow. Ha, der nächste Weg. Ach so, nee, Russland ist das. Aber schlecht bezahlt. Das ist nicht so der Hit, ne? Stavanger. Stavanger. Ah, hier. Norwegen. Gut. Ja, Moment, wie geht das jetzt weiter? Hamburg. Christian Sand. Aha. Helsingborg. Haldenay. Gut, das geht jetzt so von der Entfernung, ist jetzt. Aber ich weiß nicht. Ist halt nicht so toll bezahlt. Kambretke. Ach, das ist wieder im Süden unten. Ich wollte Norden rauf, Mensch. Auch wieder Süden. Nein. Will das nicht. So. Kharkiv. Das ist ja auch unten im Süden. Nein. Warum schickt ihr mich immer in den Süden runter? Ich wollte nach oben rauf. Liverpool. Ah, das ist ja auch im Süden, Mensch. Manchester im Süden. Manchester, Edinburgh. Na also, warum denn nicht gleich so? Mensch. Ja, dann würde ich sagen. Moment, Neukeschler ist ja auch im Süden. Ah nee, das ist jetzt östlich. Auf gleicher Höhe, ne? Aber soll ich das hier vielleicht machen? Weil ist nicht viel Unterschied, ne? Wisst ihr was? Den nehmen wir gleich mit. Die 90 Kilometer, die rattern wir schnell runter, ja? Genau, das machen wir. Und dann von unten nach oben, von oben. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das schaffen wir. Oh nein, jetzt regnet es. Ah ja gut, das ist in England normal, ne? Jetzt los. Na komm. Hey. Komm hier. Na also. Aber ich weiß immer noch nicht jetzt, wie man die Dinger einschaltet, ne? Die Wischer. Hey, das ist ja auch nix, Mensch. Ah. Ein bisschen heikel das Ganze. Ja. Oh nee. Aber jetzt. Gut. Dann schauen wir noch mal in den Frachtmarkt. Das war ja doch mit den 90 Kilometern, ne? War das? Hier, ne? Nach Neukeschtla. Ja, das ist jetzt so von der Bezahlung jetzt nicht so der Hit. Ne, aber nehmen wir. Ist ja nicht weit, das ist ja das. Moment, ja, überspringen, komm, macht mich voll und dann fahre ich los, Mensch. Und gut ist, ne? Genau, das passt super. Weil dann müsste ich eigentlich schon so. Hoppala. Oh nein, bitte nicht. Meine Jutta, was machen die Leute hier? Echt, dass die mich so quälen müssen, Mensch. Boah, das war jetzt Millimeterarbeit, Mensch. Hier ist Kreisel, ne? Gut. So, hier könnte ich mir theoretisch eine neue Halle hier kaufen, ne? Aber das bringt jetzt nichts, weil ich habe kein Cash momentan. Jetzt muss ich ja mal gucken hier, was meine Leute machen. Ah, komm.
Ja, wie gesagt, ich muss jetzt gucken, was meine Leute machen. Wie es dann weitergeht, ne? Finanziell. Wie gut oder wie schlecht die sind, ne? Meine Truppe. Nein, bitte nicht schon wieder. Na, jetzt läuft er wenigstens. Ja, ich würde gerne mir die Scheibe wischen, aber kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. So, jetzt hat Edinburgh. Ja, jetzt ein bisschen Gegenverkehr reingekommen, ja, aber sehr gut. Hat ja alles funktioniert. Ja, endlich hat es aufgehört zu regnen, wie man sieht, ne? Jetzt trocknen wenigstens die Tropfen schön. Ja, schön langsam werde ich müde, wie man sieht im Tacho, also im Navigationssystem, ne? Was? Diesel 1,30? Ist denn zu billig hier? Der Spritpreis gefallen oder was? Scheint jetzt an der Tafel, ne? 1,30. Wow. Wow, was los hier? Hallo? Gerade noch so gefangen, ne? Schon ein bisschen gefährlich alles hier, Mensch. Sage ich euch, Leute. Ja, einen halben Weg haben wir ja ungefähr, ne? Jetzt. Das ist gut. Ja, ich bin jetzt ziemlich herumgekommen, ne? In England. Ja, jetzt habe ich schon fast alles gesehen hier. Ja, schön ist schon, aber mich nervt halt der Linksverkehr, echt. Das ist irgendwie etwas, was mir nicht einleuchtet. So, 20 Kilometer sind wir da. Aha. In Neuköstler. Oder so ähnlich. Ah.
Ah. So. Boah, das war knapp, ne? Aha. Da müssen wir jetzt also rein. Gut, hier diesen Kiesgrube werde ich, ne? Ja, ich packte das Ding ins einen Moment. Ah ja, das wird leicht. Na? Jawohl, super, passt, läuft. Und ausmachen hier. Dum, 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 dum. Ja, super. Geübter Arbeiter. Dip, 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 dip. Passt. Super. Ja, Leute, dann würde ich sagen. Wir sind jetzt momentan so ein bisschen am Ende der jetzigen Episode. Ich würde mal sagen, jetzt gucken wir noch mal kurz, was jetzt von hier aus gebetet, ne? So, Auftragsangebot. Wenn ich jetzt mal so schnell reinluren darf, ne? Also von Neukeschtla nach Paris, nein. Göteborg, nein. Amsterdam wäre cool, ne? Ja, jetzt so von der Fahrtstrecke, es geht. Ach man, aber da kommt noch Fähre mit dazu und Tausi geht weg, ne? Oh ja. Ja, was mache ich denn da? Aber 35 Euro den Kilometer. Gut, Paris wäre natürlich auch was Feines, ne? Mit 31.000 Öcken, Leute. Ah, aber das hier, ich weiß auch nicht, kann mir nicht helfen. Ja, naja. Wir werden sehen, irgendwann wird es auf jeden Fall. Jetzt momentan bin ich irgendwo hier in Neukeschtla angekommen und irgendwie geht momentan nichts voran, weil ich würde schon gerne was weitermachen, aber ja, weiß nicht. Es ist seltsam, nicht gut, ne? Weil ich möchte gerne entweder nach Glasgow oder Aberdeen oder halt nach Edinburgh. Ne? Aber naja, schauen wir mal. Vielleicht kommt noch ein Angebot rein. Wir werden sehen, Leute. Ja, dann machen wir an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr mich natürlich gerne abonnieren und Glöckchen drücken, nicht vergessen. Denn dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues für euch hochgeladen habe. Ja, in diesem Sinne, bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt auch bitte die Achselhöhlen waschen. Ja, gut, danke, bis bald. Tschüss, Papa.